Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu The Visitor, ein Spiel von Newgrounds, Everything by Everyone, Newgrounds.com und Zivav.com presents The Visitor. Yay. Und zwar ist dieses Spiel, das sind wir übrigens gewesen, ein Click Adventure, ein Point-and-Click-Adventure. Wir müssen also Sachen anklicken und dann passieren tolle Sachen. Und es ist unter den Hashtags Horror und Alien zu finden. Und ja, wir sind auf jeden Fall dieser kleine Wurm, das habe ich schon rausbekommen. Und man muss aber die Sachen in der richtigen Reihenfolge klicken. Ihr seht schon hier, ich kann einige Sachen anklicken, aber wenn ich jetzt einfach nur hier anklicke, dann passiert nicht viel. Der Vogel wackelt halt so ein bisschen hin und die Angel auch. Und ja, wenn ich den Frosch anklicke, dann interessiert das ihn recht wenig, was hier gerade passiert. Und dann schläft er einfach weiter. Und deswegen müssen wir nämlich als erstes hier diesen Ast runterholen. Und dann können wir nämlich raufgehen. Und wenn wir jetzt nämlich den Frosch anklicken, dann frischt er uns auf. Aber ja, als Alienwurm. Ja, lass ihn einfach explodieren. Und sind ein bisschen gewachsen. Ist das nicht schön? Wir baden in seinem Blut. Das haben wir gern. So. Und weiter habe ich das noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass ich halt den Frosch töten musste. Und das fand ich schon sehr toll. Und deswegen wollte ich euch das Spiel gerne zeigen. So, auf jeden Fall ist da unten ein Fisch. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ah. Das gefällt dir, Das gefällt dir. Ah. Na okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwie den Fisch fangen mit der Angel. Aber irgendwie auch nicht. Okay, Vogel. Was soll ich mit dir machen? Ich will dich umbringen, Vogel. Vogel, lass mich dich umbringen. Kann ich sonst irgendwas anklicken? Ich kann das Loch anklicken. Ach so, ja, okay, Vogel. Ach, da ist irgendwas drin, ne? Was sind denn das hier für kleine Sachen eigentlich? Ameisen oder so? Weiß ich nicht. Geht das jetzt? Na komm, Angel. Angel den Fisch. Vielleicht geht... Ah! Ach, die Angel war nicht mal frei. So, jetzt vielleicht nochmal... Achso, okay. Ich habe jetzt den Fisch. Hä, und jetzt? Aber bringt er sich... Hä? Packt er sich jetzt da unten hin, damit er selber der Kühe das, oder... Okay! Er nutzt es einfach als Sprungschachs. Als Sprungschachs, warum nicht? Hallo, Kätzchen. Na, geht's dir gut? Du willst mich doch nicht etwa fressen, oder? Quatsch. Du doch nicht. Naja, ich gehe dann mal... Weg. Du blöde Katze. Lass mich da rein. What the fuck ist los mit dir, Katze? Okay, hier, guck, eine Spinne. Eine Spinne, na? Was machst du jetzt? Oh nein, die Katze guckt uns an, wenn ich sie anklicke. Okay. Du bist eine ganz schön doofe Katze. Ich bin ein viel zu schlauer Wurm für dich. Okay, das bringt irgendwie recht wenig. Ich denke einfach mal, ich muss in dieses Mäuseloch da rein. Aber Kitty Kätzchen lässt uns nicht. Hallo Kitty Kätzchen. Ich gehe da einfach trotzdem rein. Ist das okay? Es ist nicht okay. Okay, Kitty Kätzchen. Jetzt lass mich da rein. What the fuck? Achte doch auf die Fliegen. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, what? Hä? Ich hab's gerade selber nicht verstanden. Na egal, wir sind auf jeden Fall irgendwo drin. Und müssen... irgendetwas machen. Los, Wärmchen, flieg davon. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh nein. Aber ich weiß, was ich gleich tun werde. Nein, Würmchen, das kannst du doch der Katze nicht antun. Es bleibt keine andere Wahl, oder wie? Nein. Oh, komm schon. Würmchen, die süße Katze. Oh, Leute, ich will es nicht tun, aber ich glaube, es muss sein. Es tut mir leid. Guckt einfach weg. Ja, nein. Oh Gott. Warum? Und das andere noch dieses Mauzen am Ende.
Oh Mann, Würmchen. Aber wir wachsen schön. Dann sollten wir jetzt, glaube ich, auch da reinkommen. Ach, wir haben Arme bekommen. Okay, warum nicht? Jetzt haben wir geile Arme. Und hallo, Wuff. Okay, der Hund scheint nicht so sehr amüsiert zu sein, dass wir hier sind, aber er scheint auch nichts zu machen. Okay, sehr gut. Was können wir sonst noch so anklicken? Oh, ein Messer. Okay, sehr cool. Was ist das hier? Okay. Okay, was tust du da? Wieso tust du das? Wieso machst du bei dem Messer nichts? Ich bring dich um! Ich bring dich um! Okay, können wir sonst... Ja, können wir sonst noch irgendwas anklicken? Hallo? Hallo? Vielleicht so? Auch nicht? Können wir da raufhüpfen? Ach man, jetzt hör doch auf da. Okay, das Ding hier ist auf jeden Fall noch offen. Ah, vielleicht können wir da jetzt eine Orange reintun? Und dann haben wir Orangensaft gemacht. Ah. Okay, da fällt sie schon mal hin. Warte, ich glaube, das ist richtig. Also zumachen, hier wieder aufmachen, den Wasserhahn anklicken, dass sie hinfällt und dann das hier aufmachen. Dann stößt sie sich mich in den Kopf. Und es ist hier scheißegal. Ja, ein bisschen abglänzen. Wir sind kleine Hase. Finde ich irgendwie süß. Aber was bringt das hier denn? Moment. Nee. Hä, aber ich glaube, das ist schon richtig so. Dann ist sie da abgelenkt und fällt sie hier hin. Oh na. Okay. Na, Hündchen, interessiert dich das immer noch nicht? Ich habe gerade dein Frauchen umgebracht. Naja, okay. Was bringt das? Ach, das ist hier der Ventilator oder was? Okay, Blübchen. Komme ich jetzt hier hoch? Tatsache. Okay. Na gut, tschüss, Hündchen. Hab dich lieb, Hündchen. So, und wo sind wir jetzt? Wahrscheinlich hier drin, jo. Okay. Zwei schlafende Kinder, oder was das sein sollen. Und zwei weitere Lebewesen. Ich weiß ja nicht, wie viele von denen überleben werden. Aber er hat den Mund auf. Und darüber werden wir wahrscheinlich in ihn reinkommen. Naja. Ich würde erstmal sagen... Ah, du flüchtest erstmal schon mal, ja? Du bist ein ganz schlauer Vogel. Ein ganz, ganz schlauer. Ah, das war keine gute Idee, mich zu fressen. Dass hier allein noch so ein Gesicht drin ist. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Flossen. Na, Vogel? Willst du nicht vielleicht dein Vogelfutter essen? Hä? Willst du vielleicht dein Vogelfutter essen? Na komm schon, friss dein Vogelfutter! Friss dein Vogelfutter! Okay, schade, will er anscheinend nicht. Kann ich hier sonst irgendwas anklicken? Ha! Ja, okay, ich versteck mich einfach. Blöder Vogel. So ein dummer Vogel. Okay, wir können fliegen. Also ich glaube, dieses Spiel zeigt ganz gut auf, dass man isst, was man frisst. Du bist, was du isst. Oh yeah, das sind wir. Okay, wir sehen auf jeden Fall sehr cool aus und wir haben nur einen Zahn. Oder ist das ein Schnabel? Das soll wahrscheinlich ein Schnabel sein. Ja, und ich denke einfach mal, wir müssen jetzt in den reinfliegen. Aber vielleicht kann ich ja noch irgendwas anderes machen. Schauen wir nicht. Okay, bist du bereit, George? Für die Erfahrung deines Lebens. Hier kommt das Vögelchen. Okay, wir sehen richtig eklig aus. Und er ist einfach wach. Oh nein, was ist da oben gerade passiert? Wieso tropft da Blut die Decke runter? Oh Gott, George, lebst du noch? Voll dieses Auge hier an der Wand. Alles gut, Geoffrey, alles ist gut. Es ist nur ein Monster unter deinem Bett. Oh nein. Okay. Sehr... Das war's schon, oder was?
Was? Ja, sehr schönes Alien-Spiel. Du bist, was du isst. Denkt immer dran, Leute. Du bist, was du isst. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn ihr noch mehr solcher Spiele habt, dann gerne vorschlagen. Das war jetzt doch relativ kurz. Ich dachte, das wäre ein bisschen länger. Aber gut, ist ja ganz nett. Wenn ihr das auch spielen wollt, dann auf armorgames.com. Da habe ich es auf jeden Fall gespielt. Und sonst gibt es das bestimmt auch auf newgrounds.com. Ja, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. So, nochmal Nachtrag. Und zwar steht hier noch Replay Last Scene. Ich habe da mal nachgeguckt, was man da machen muss. Und da muss man ganz schön viele Sachen auf einmal drücken. Aber wir versuchen das einfach mal. Ich habe mir das mal aufgeschrieben auf dem zweiten Bildschirm. Und ich hoffe, ich krieg's einfach mal hin. Also ich muss auf jeden Fall erst die Tür schließen. Dann hier irgendwie Wasser reinlaufen lassen. Dann die Toilettenrolle nehmen. In die Toilette parken. Runterspülen. Die Spültür öffnen. Den Föhn rausnehmen. Den Föhn einstecken. Hier Wasser anmachen. Auf das Wasser klicken. Die Waffe nehmen und den kaputt schießen. So, und dann irgendwie seinen Kopf durchtrennen. Durchtrenne den Kopf und dann ist er tot. Yay. So, das war das eine alternative Ending, wo der Alien sogar stirbt. Und es gibt noch eins. Ich weiß allerdings, da soll man einfach nur auf die Toilettenrolle klicken. Bin mal gespannt. Nee, da stirbt einfach der Typ. Okay, Moment. Krieg ich doch hin. Es gibt noch ein anderes. Es gibt noch ein. Vielleicht kann man ja den Föhn auch bei ihm reintun. Warte, hier zumachen, das runterspülen, hier anmachen, da aufmachen, das Ding nehmen. Das kann ich schon voll gut. Ich bin voll der Profi. So. Ah ja, geht auch bei ihm. Okay, perfekt. So, ist jetzt auch. Toll. Gut, haben wir doch mal beide getötet. Nice. Alien, du bist das beste Alien, was ich jemals hatte. Ja gut, das war nur ein kleiner Nachtrag. Das waren alle Enden. Habt ihr alle drei Enden gesehen? Ist das nicht toll? Und dann, ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und tschüss.